Ich wollte euch ja noch ein paar Sachen hier von meiner Base berichten. Also da oben, der Drakonik-Reaktor ist im Augenblick dabei, sich selbst zu optimieren. Das dauert sicherlich noch etliche Tage, bis er richtig was macht. Im Augenblick, sage ich mal, füllt die Kugel sich relativ zügig hier. Und das ist also erstmal ein Thema, das ich jetzt als gegessen ansehe, wenn das Ding nicht nochmal explodieren sollte. Ich habe was Neues für euch. Hier unten. Das ist, wie heißt das Ding sozusagen? Ein Auto-Chisel. Ich gucke aber jetzt von der falschen Seite. Eigentlich muss ich von der Seite gucken, weil so geht der Workflow, wenn man so will. Und zwar kommt von hier hinten, von der Seite, Sachen da rein und hier gehen sie dann raus und werden in meine Ender-Chest gedrückt, die dann im ME-System landet. Das Ding braucht keinen Strom, aber wenn man reinguckt, gibt es verschiedene Sachen, die man haben kann. Also zunächst mal natürlich, Auto-Chisel heißt, dass man hier so ein Chisel-Ding drin hat und dass man mit diesem Chisel-Ding irgendwas herstellen kann. Ja, also zum Beispiel habe ich mir vorhin jetzt hier diese Limestones irgendwie gemacht, die sehen ganz nett aus als diese normalen Limestones. Jetzt machen wir aber mal eins. Jetzt machen wir mal hier sozusagen uns das mal anschauen, was wir denn gerne hätten. Jetzt habe ich mal Marble hier in meiner Tasche und jetzt kann man ganz viele verschiedene Marble-Blöcke haben. Wie man so gerne hätte. Ne? Also ich mein, ne? So, und jetzt kann man diesen relativ hellen Marble haben oder auch hier den, das sieht so aus wie Kalksandstein oder sowas. Oder auch mit solchen goldenen Dingern und so. Ne? Muss man mal schauen. Also ich denke, ich werde mal hier von diesen hellen welche bauen. Das heißt, ich nehme mal einen so einen hellen hier raus. Jetzt habe ich sie alle umgewandelt. Ja, ist toll, klar. Gut. Kann man auch wieder zurückwandeln. Also wenn wir schon mal dabei sind, ne, dann kann man die auch wieder zurückwandeln. Das geht ja auch. Man kann die da rein tun. Dann sind die wieder normaler Marble. Ne? Aber man kann aber auch sich was anderes aussuchen. Aber wir nehmen jetzt mal die, denn den brauchen wir jetzt hierfür. Das ist der Marble. Den schmeißen wir jetzt mal hier rein. Und zwar nehmen wir den hier raus, den wir nicht haben wollen, das Ergebnis, tun den rein. Das soll das Zielteil sein, zu dem das alles werden soll. Da muss der Chisel natürlich da drin sein. Und dann kann man jetzt hier den Marble reinschmeißen und der wandelt sich quasi ratzfatz um, wie ihr seht, ja. Und verschwindet dann eigentlich in meinem ME-System. Zack, das seht ihr hier direkt in meinem ME-System, also hier über die Pipes. Dann hat das Ding hier noch ein paar Veränderungen. Hier Speed Upgrade heißt natürlich schneller. Und dann heißt das hier Automation Upgrade. Das heißt, dass es eben automatisch raus und reingehen kann über solche Pipes. Und Stack Upgrade heißt natürlich, dass es in einem Rutsch fertig gemacht wird. Der Engpass liegt also jetzt hier im Augenblick nicht an dem Auto-Chisel, sondern an den Pipes, die da draußen reingehen. Könnte man auch noch beschleunigen, aber so eilig habe ich sie in der Regel nicht. Also insofern ist das ein schönes Maschinchen. Es ist auch relativ preiswert und billig. Und es hat dafür den Vorteil, wenn man eben größere Mengen braucht von irgendwelchen, ich sag mal, dieses Marble, ne, haben wir die jetzt fertig hier. Mal hier nebenlegen, nehmen die normalen Marbles. Na, und dann habe ich hier von diesem mit dem Goldknopf auch noch welche. Na, das können wir irgendwann mal bauen. Ich muss mal gucken, ich will hier hinten irgendwie was mal gucken, ob mir was einfällt, was man hier Schönes bauen kann. Na, wenn man jetzt hier mal, ich hatte doch vorhin was gebaut. Da, genau, das sind hier diese Einsteine. Jetzt baue ich mal den normalen Marble dazwischen. Dann mal hier den, so und da. Art, aber da hatte ich nur einen von. Na gut, okay. Dann baue ich jetzt hier die helleren daneben, damit ihr das seht. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Und vielleicht kann man da sogar auch Treppen rausmachen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Als habe ich das gar nicht bei mir. Den müsste man da hinten craften in der Maschine. Auf jeden Fall kann man auf die Art und Weise sehr schöne Sachen bauen. Und ihr seht, hier unter meiner Base habe ich ja richtig, mal gucken, ein paar Höhlen. Ne? Sieht doch ganz lustig aus.
Was haben wir denn da? Ach, da werde ich heute die Tage mal mit beschenkt. Was ich hier unten drunter habe, weiß ich noch gar nicht. Da war ich noch nicht. Ey, und du willst auch noch was von mir? Das geht ja gar nicht. Pass mal auf. Du bist tot. Fertig. Gib mir einen Obsidianstaub und schön ist. So. Gut. Soweit erstmal hier auch dieses relativ kurz gehaltene Tutorial. Schließlich ist dann mit ja erstmal Genüge getan. Was ihr da alles rausbauen könnt, ist dann ja eurer Fantasie überlassen. Es gibt unglaublich viele Items, die man also hier machen kann. Ich sag mal hier den Chisel. Ne? Also ihr seht, was ihr hier also an vier Seiten voller Items, die man eben mit Chisel herstellen kann. Und da könnt ihr euch das dann aussuchen, was ihr so braucht. Ist eine tolle Sache. Gut, ansonsten liked das Video, wenn ihr es gut gefunden habt. Und natürlich, klar, schaut auch die anderen Videos und abonniert den Kanal. Schaut im Wiki vorbei, da ist auch immer was Neues. Vor allen Dingen haben wir ja demnächst jetzt auch unsere Border Games. Die werden wir hier machen, auf diesem Server hier, aber nicht auf dieser Map, sondern natürlich auf einem anderen. Wir werden da wahrscheinlich dieses Trident haben. Aber dazu machen wir nochmal spezielle Ankündigungen. Das werden wir am Freitag, denke ich mal, irgendwie machen. Also herstellen erstmal und schneiden und so. Also ich denke mal, am Wochenende wird das dann irgendwann veröffentlicht. Und dann wird es auch relativ schnell losgehen, damit wir also noch ein bisschen Zeit haben zum Spielen. Gut, okay, das war es erstmal von mir aus. Ich wünsche euch was. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch gute Ideen habt. Meldet euch zu dem, wie heißt das hier, Border Games an, aber nehmt dazu bitte die Border Game Videos, da sind nur ein oder zwei schon draußen, so dass ich das da suchen kann und nicht, dass ich das über kreuz und quer über meine Kommentare verteilt habe, das finde ich dann ja alles nicht. Gut, okay, bis dann erstmal, ciao, ciao.